Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der D&W Insights Quality Checks. Wir wollen uns heute mal ein bisschen mit Artischockenherzen beschäftigen und haben dafür wieder ein paar Muster aus dem Handel besorgt, um euch einfach verschiedene Qualitäten zu zeigen, welche zu verschiedenen Preisen gehandelt werden. Wir haben heute ein Exemplar aus dem Discount-Bereich. Wir haben ein Exemplar, welche in normalen Supermärkten unter den Eigenmarken unserer großen Handelspartner gehandelt werden. Und wir haben auch natürlich auch wieder ein Muster aus oder unter unserer Marke, von welcher wir der Meinung sind, dass es eine deutlich bessere und gehobene Qualität ist. Das möchten wir euch auch gleich einmal zeigen. Aber für alle, die es interessiert, vielleicht noch einmal ein bisschen Warenkunde oder ein paar Informationen vorab. Bei der Artischocke handelt es sich eigentlich um ein Distelgewächs. Die wurden über die Jahre vor allen Dingen in Frankreich veredelt und weitergezüchtet, dass die Knospe recht fleischige Blätter bekommt. Und dann wird die Knospe, bevor sie aufblüht, also als unreife Pflanze, wird sie geerntet. Und dann werden in der Regel maximal die Böden gegessen. Und die Blätter, also die Artischockenherzen, sind auch nur ein ganz kleiner Anteil. Der größte Teil wird meistens weggeschnitten oder muss weggeschnitten werden, weil das einfach zu hart, zu holzig ist und nur der wirklich saftige, zarte Teil der Artischocken kann gegessen werden. Artischocken sind reich an Vitamin A und B und haben auch einen hohen Anteil an Mineralstoffen. Und zwar Calcium und Eisen. Und zusätzlich haben sie noch den Bitterstoff Cyanin und ein Kohlenhydrat, das Inulin. Und das macht sie sehr gut bekömmlich. Sie sind sehr magenfreundlich und regen die Verdauung an und fördern auch die Leber- und Gallenfunktion. Also von daher ist die Artischocke ein wirklich sehr gesundes Lebensmittel. Sie wird heute viel in Spanien angebaut, aber auch in Ägypten oder auch in Südamerika. Bei der Artischocke sollte darauf geachtet werden, dass sie möglichst nicht fleckig ist und keine dunklen Stellen hat, denn da hat bereits ein Oxidationsprozess eingesetzt. Sie wurde also vor der Ernte oder vor und während der Ernte vielleicht nicht sehr sorgfältig behandelt. Und man sollte darauf achten, insbesondere wenn man frische Artischocken zubereitet, sollte man darauf achten, wenn man jetzt frische Artischocken verwenden möchte, dass man sie nicht in Aluminium- oder Eisentöpfen verwendet. Denn da reagieren sie mit dem Metall und werden schwarz und unansehnlich und schmecken dann auch nicht mehr wirklich gut, aber vor allen Dingen sehen sie dann optisch nicht mehr schön aus. Die Artischocke ist ein sehr empfindliches Gewächs, sodass bei der Ernte bzw. während die Frucht oder die Knospe vielmehr reift, sehr sorgfältig mit der Pflanze umgegangen werden muss. Und sie ist sehr temperaturanfällig. Normalerweise gibt es in Spanien zwei Ernten im Jahr. Eine im November, Dezember und die andere im Februar, März, manchmal bis in den April reingeht. Sollte, wenn die Knospe schon sehr ausgereift und ausgeprägt ist, sollte es da zu frostigen Nächten kommen, kann es sein, dass innerhalb einer frostigen Nacht die gesamte Ernte, also alle Artischocken, wo die Knospen schon so weit herangereift sind, dass sie kurz vor der Ernte stehen und schon sehr ausgeprägt sind, damit zunichte gemacht werden und die werden dann dunkel und sie werden matschig und können nicht mehr verarbeitet werden. Also die Artischocke ist eine sehr empfindliche Pflanze und ein Produkt, auf das sehr gut Acht gegeben werden muss. Wir probieren jetzt uns gleich einmal durch und dann sehen wir wieder hoffentlich auch schon die Unterschiede. Artischocken werden in der Regel mit einem sogenannten Count gehandelt, das heißt also einer Stückzahl. Standard für den Verbraucher ist in der sogenannten 425 ml Dose und mit unterschiedlichen Counts. Eine Standardware, die wir auch im Sortiment führen, oder ein Standard-Count vielmehr, den wir auch im Sortiment führen, ist die 5,7er, also 5 bis 7 Herzen pro Dose. Es werden aber auch 8 bis 10 gehandelt. Und teilweise auch darüber hinaus 10 bis 12. Wir haben hier sogar 10 bis 12.
Es ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, welche Größe man kauft oder welche Größe gehandelt wird. Kleine sind häufig oder manchmal ein bisschen zarter, hängt aber auch dann wieder vom Ursprung teilweise ab und wie Artischocken behandelt wurden. Wir machen sie jetzt einfach mal auf. Ich muss zwischendurch wieder, ihr erinnert euch vielleicht an die Folge mit den Mispeln. Ich muss den Aufguss abgießen. Das ist in der Regel nur Wasser, Salz und Zitronensäure, denn sonst habe ich hier gleich wieder eine Überschwemmung. Und ja, wichtig bei Artischocken ist noch, sie müssen direkt unter der Knospe abgeschnitten werden. Der Stiel sollte nicht mehr dran sein und sie dürfen nicht holzig sein. Das ist bei Artischockenherzen seltener der Fall, aber wir werden im Anschluss werde ich noch einen weiteren Film vorbereiten. Da gucken wir uns mal Artischockenböden an. Da ist es ganz wichtig, dass die nicht zu weit unten an der Knospe abgeschnitten werden, weil sie dann leicht holzig sind. Und wenn ich die ja zum Beispiel für kleine Pastetchen nehmen möchte, dann ist es ärgerlich, wenn man dann eine schöne Füllung hat und dann auf diesen holzigen Artischockenböden rumkaut. Aber dazu in dem nächsten Video mehr. Wir machen jetzt einfach mal die drei Dosen, die ich besorgt habe, auf und ja, legen einfach mal los. Grundsätzlich kann man schon mal sagen, die Artischocke sollte nach Möglichkeit geschlossen sein. Und alles Weitere sehen wir gleich mal, wenn sie aus der Dose kommen. So, sehen wir einmal, ob alle den Count einhalten. Einfach als erstes Qualitätsmerkmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das passt, das stimmt. 1, 2, denn 10 bis 12. Bei uns haben wir die 8 bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt auch. Die Edeka gibt an 8 bis 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passt also auch. Grundsätzlich ist zu den Artischocken einmal zu sagen, man möchte bei Artischocken eigentlich fleckenlose Artischocken haben. Früchte wollte ich gerade sagen, sind keine Früchte. Wenn ich mal eine dazwischen habe in einer Dose, wo ein paar Flecken sind, sowas hier oder auch so etwas. Hier habe ich auch Flecken. Irgendwo anders hier habe ich schon mehr Flecken. Also wenn ich mal eine Frucht dazwischen habe oder eine Artischocke, wo ich Flecken habe, das ist völlig in Ordnung. Wenn ich nachher bei jeder Artischocke Flecken habe, das spricht dann schon wirklich für eine eigentlich eher schlechte Qualität. Wenn ich hier zwei, drei habe, ist das auch nicht so schön, aber das geht. Aber ich sehe einen schon mal gleich relativ auf den, oder? Ich sehe schon mal eins auf den ersten Blick und das würde ich bei einem meiner Produzenten nicht akzeptieren, sondern reklamieren. Ich möchte bei einer ordentlichen Artischocke, die ich komplett verspeisen möchte, möchte ich keine Stiele mehr haben oder den Ansatz eines Stiels, sondern ich möchte, wie man es hier sieht, ich möchte, dass sie wirklich hier unten, das wird aus dem Boden rausgeschnitten. Ich möchte hier einen sauberen Schnitt haben und keinen Stiel haben. Das hier sieht, entschuldigt bitte, aber ich finde, das ist nicht schön produziert. Und wenn ich mir diese hier angucke, die sind, es ist nicht sauber abgeschnitten. Ich habe viele lose Belletta, die mir rumkommen. Hier sind auch noch wieder Flecken, ne? Also solche Flecken möchte ich nicht haben. Die Herzen, die Blätter lösen sich hier, ganz viele hier unten. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Liegen hier schon, also diese zerfällt sowieso schon halbwegs. Ich habe hier Flecken, ich habe da Flecken. Ist für den Preis aber völlig in Ordnung. Ist hier für den Preis auch völlig in Ordnung. Für diese Qualität
würde ich sowas als nicht mehr in Ordnung empfinden. Das würde ich reklamieren und zurückschicken. Auch diese langen Stiele würde ich reklamieren und nicht ausliefern. Viel mehr kann ich euch jetzt leider vor der Kamera nicht zeigen. Ich könnte sie jetzt probieren. Müsst ihr mir wieder glauben, ob sie schmecken oder nicht. Ich kann sie aber einfach vielleicht mal aufschneiden, aber innen sieht man nun nicht mehr wirklich viel. Ich merke allerdings beim Schneiden, ob eine Artischocke holzig ist oder nicht. Das ist hier zum Beispiel nicht der Fall. Ich sehe aber innen gleich auch noch wieder ein paar Flecken. Also holzig sind diese schon mal nicht. Von daher, das ist schon mal gut. Hier sieht man aber vielleicht ganz gut gerade, dass das wirklich ganz viele kleine Blütenblätter im Prinzip werden, wenn sie fertig ist. Und wenn ich später nochmal die Artischockenböden zeige, dann erkennen wir, der Artischockenboden ist eigentlich hier außen rum. Also die Artischocke wird aus dem Boden rausgeschnitten, wenn sie sorgfältig und sauber produziert ist. Das wird hier nicht möglich gewesen sein. Hier wird keiner sich die Mühe gemacht haben, das sieht zumindest nicht so aus, dass man da noch einen Boden draus produzieren kann. So, schneiden wir auch noch hier eine weitere auf. Also wie ich es von unserer erwarte, auch nicht holzig. Hier unten merke ich etwas Holziges. Da andersrum sind diese aber auch wieder sehr weich. Und auch hier habe ich noch die langen Stiele. Und die sind in der Tat unten etwas holzig. Nicht schlimm, nicht so, dass man jetzt sagen kann, die sind ungenießbar, aber bei der hier geht es, die hier ist nicht mehr holzig. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ich habe euch ein bisschen was Neues zeigen und erklären können an den Artischocken. Sie sind super für Pizzen, für Salat geeignet. Dose auf, entweder klein schneiden oder ein bisschen auseinandernehmen, auf der Pizza verteilen oder im Salat mit verarbeiten. Ich hatte erwähnt, sie sind sehr gesund, also ja. Das wollten wir euch einfach mal zeigen. Nicht unbedingt, dass andere billigere Ware wirklich schlecht ist und nicht genießbar ist, sondern nur euch zu zeigen und zu erklären, wo der Unterschied ist und dass es Unterschiede in der Qualität gibt. Wir hoffen, auch dieses Video hat euch gefallen. Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt oder das Video abonniert und die Glocke nicht vergessen, dass ihr auch erinnert werdet, wenn das nächste Video kommt. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!